Hey Leute, da sind wir wieder. Hallöchen. Oh, hallöchen. Nach dem kleinen Warm-up von letzter Woche, das er wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Hey, dachte ich mir, machen wir diese Woche nicht einfach nochmal Flachwitze? Ja, warum nicht? Okay, let's. Wissenswertig und interessant ist von und mit Ziggy Schwarz. Ja, genau, das bin ich. Heute wieder folgende interessante Frage. Ist das A, ein Dampfschiff? B, kein Dampfschiff? Oder C, die Michelle Pfeiffer? Die richtige Antwort ist weder A noch B noch C. Es ist was zu trinken, Prost! Ach so ja, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, die Glocke da unten zu schlagen, einmal auf Abonnieren klicken und falls ihr euch ein paar Witze wünscht, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr euch das nächste Mal wünscht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr offen für jeden Vorschlag. Haut rein, bis dann. Go! Okay. Fängt schon wieder gut an. Hey, darf ich dir mal einen Witz erzählen? Ich habe heute Nacht bei meinem Mathelehrer angerufen. Boah. Hä? Damit hat er nicht gerechnet. Eine Frage, warum summen Bienen? Keine Ahnung, erzähl's mir. Weil sie den Text nicht kennen. Und die Wachteln auf meinen Bäumen sind wach, yeah. Und die Tauben auf meinen Dächern sind taub. Oh. Ach, deswegen können Bienen so gut rechnen. Ja. Weil sie den ganzen Tag mit Summen beschäftigt sind. Du, sag mal, was ist das Gegenteil von Reformhaus? Familienhaus, Ganzhaus, was weiß ich, Haus. Die Antwort ist doch ganz einfach. Reh hinterm Haus. Entschuldigung, was sitzt am Strand und redet undeutlich? Schatz? Eine Nuschel. Weil es dann nicht mehr lustig ist. Hä? Warum sollte man die Pointe nie zuerst erzählen? Ja. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Egal wie braun du bist, Kevin hat De Bruyne. Egal wie gut es dir geht, Bill Gates besser. Oh, ich weiß nicht. Egal wie selten die Sonne schien, bei Charlie schien sie immer. Oh, der ist auch noch der Hammer, Alter. Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst Mercury. Nein, warte. Freddy Mercury, sag mich ein, wenn du da bist, ich mach Tür und Nau. Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst Mercury. egal wann. Warum klaute Robin Hood Deo? Weil er stinkt, ich weiß es nicht. Er wollte es unter den Armen verteilen. You better hurry up. We don't want to be late. What the heck did you just do? Let your man out. Brute, the essence of man. Was? Was passiert eigentlich, wenn man bei IKEA beim Klauen erwischt wird? Keine Ahnung, erzähl's mir. Pass auf, dann vermöbeln die dich. Ich habe neulich einen Mikrobiologen getroffen. Ich dachte, er sei größer als ich. Entschuldigung, ich habe noch eine abschließende Frage. Hä? Nennt man einen studierten Bauern eigentlich Akademiker? So, da sind wir heute auch mal wieder durch damit, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr gerne einen Daumen nach oben da lasst. Einmal gerne auf Abonnieren klickt. Wenn euch ein Flachwitz einfällt oder irgendwas, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst es mich wissen, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao. Abonnieren. Ey, deine Witze sind so schlecht, die findet sogar Philipp lahm. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song. Ja, das war's. Alles klar, denselben Song und los. Mercury. Verpiss euch!